Was ist das für ein Gefühl, dieses Präsidentenamt jetzt offiziell zu übergeben? Ich glaube, auf Deutsch sagt man, das mache ich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Mit einem lachenden, weil ich weiß, dass die Stiftung jetzt in guten Händen diejenigen von Charles Verferre sind und für die Zukunft ist das erfolgsversprechend. Und mit einem weinenden Auge, weil das war ein super Job in all diesen Jahren. Wir haben sehr schöne Projekte entwickeln dürfen, namentlich das Bioarc in Visp. Und ja, das bedauere ich, dass ich nicht weitermachen darf. Was ist so das Beste in all diesen Jahren, wenn Sie zurückblicken? Oh, das ist die Unterstützung all dieser Projekte, die der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons gedient haben. Was haben Sie jetzt für Erwartungen an den neuen Präsidenten der Stiftung? Ich darf keine Erwartungen an dem haben, aber ich bin zuversichtlich, dass die Arbeit so weitergeht und dass die neuen Etappen der Entwicklung der Stiftung DIARC gut vorwärts gehen werden. Wenn man zum Beispiel das Oberwallis nimmt, haben wir das Bioarc in Visp gebaut. Das war die erste Etappe und jetzt ist schon die zweite Etappe dran und in den nächsten paar Monaten werden wahrscheinlich gewisse Informationen über die nächsten Schritte erfolgen. Wie geht es jetzt für Sie weiter? Treten Sie ganz aus der Stiftung aus oder sind Sie trotzdem noch Teil der Stiftung? Nein, ich trete total aus der Stiftung aus, aber ich bleibe sowieso weiterhin Direktor der Fachhochschule Wallis. Das ist ein hundertprozentiger Job und das werde ich weitermachen.